Your time has come. Rise as one. Hallo und herzlich willkommen, liebe Gaming-Freunde. Hier ist wieder euer Goodie mit einem weiteren Video zu Rise of the Ronin. Wir holen uns die Trophäe Tränen des blauen Dämons. Dafür nutzen wir wieder das Testament und gehen zu den Ronin-Missionen, und zwar hier ganz weit vorne, das im ersten Kapitel, das schwarze Schiff infiltrieren. Ihr solltet nach Möglichkeit vom Level her massiv hoch sein, zum Beispiel die Story durchhaben. Dann ist das Ganze nämlich wirklich ganz, ganz einfach. Ihr schaltet vorher auch noch das Ganze auf Easy. Und dann startet ihr die Mission wieder neu, wie ihr sie ja von vor Stunden beim Spielanfang kennengelernt habt. Nur, dass wir diesmal ja aufgrund dessen, dass wir so extrem stark sind, überhaupt gar kein Problem haben, sofort den blauen Dämon zu besiegen. Und mehr braucht ihr nicht zu tun. Also erstmal das Spiel auf leicht stellen, sprich morgen ist ja die leichte Schwierigkeitsgrad. Das Testament nutzen, zurückspringen ins erste Kapitel, das schwarze Schiff infiltrieren, als Mission auswählen. Und dann hier einmal durchlaufen, den schwarzen Dämon töten, den blauen Dämon auf dem schwarzen Schiff töten. Und das war's. Mehr ist nicht zu tun. Das war's von mir. Ich danke euch fürs Dabeisein. Ich hoffe, das Video hat euch geholfen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn dem so war, denkt an den Daumen nach oben. Abonniert den Kanal, falls noch nicht geschehen. Und verpasst ihr hier natürlich mit Locker aktiv kein weiteres neues Video. Ich sage bis zum nächsten Mal. So long, goodbye. Keep gaming, euer Goody. Kinderspiel. Wird sich dieses Land öffnen. Nach dieser epischen Reise. Ich bin weit gereist. Hier sterbe ich. Ich kann nicht zulassen, dass ich... Ja.